Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum und diesmal mit deinem Kollegen. Hallo Jan. Hallo Drago. Hallo, wir haben einen Clan gegründet, das sehen wir hier, der heißt Ultimate Dragooner und da kann sich jeder, wirklich jeder, der will, kann hier reinkommen. Und hier seht ihr so die Aufstellung. Er hat für mich gegründet, er ist Gründer bei mir, aber er ist auch Ultimate Dragooner. Das sind die oberen. Und die schon von Anfang an eigentlich dabei sind, heißen Urdragooner. Und da gibt es noch andere, wie zum Beispiel Rekrut von Neuen und ja, andere Sachen, also Elite. Oh nein, Elite gibt es nicht, aber was hast du noch gesagt? Vara Dragona. Dragona. Ja. Du leckst ein bisschen. Ja, okay, gut. Ja. Also, mal schauen, wie erfolgreich der Clan wird, aber durch das Let's Play wird er hoffentlich auch ein bisschen berüchtigt und berühmt. Ja. Wir sind hier gerade am Leveln. Ich habe gleich Level 31 erreicht. Und er ist der Beshi und ist mein Unterstützer. So, ein paar Wilder Zyklopen töten, die sind gelb, das ist gut. Sonst gibt es nicht viel Neues, ich habe ein paar Reichquests gemacht und ein bisschen Monster gekloppt bei im Wald hier, aber die sind dann ja so grünlich geworden. Und deshalb bringen sie nicht mehr so viel EXP. Und jetzt bin ich hier eigentlich unten am Strand am Leveln, aber da gibt es nicht ganz so viele gelbe oder grüne, blaue. Jo. Im Green Hell Clan werde ich noch bleiben mit der Monika. Und ja. Wahrscheinlich werden wir ein Bündnis machen, wo wir zusammen leveln. Oh, jetzt ist dort noch ein Leveler. Und er hat leider die Verbindung kurz verloren. Komm wieder dran, bitte. Wir kloppen jetzt einfach mal kurz ein bisschen weiter. So, bist du wieder da? Oh, ja, gut. Solange es nur Skype ist. Ach, du bist da unten, okay. Ja, am was. Ja, wenn der Drago wieder TS3 hat, dann geht es alles besser. Ich muss eben noch alles einstellen, aber dann geht's. Weil bei mir eben alles ein bisschen übersteuert. Ich habe eine frostete Axt aus feinem Stahl verbessert. Okay. So. So. Hier haben wir. Sag mal her. Das ist der Party Trade ist unser ja. Absprache. Also unser Handelschat sozusagen. Also wir posten immer Sachen rein, die wir droppen. Okay, wir haben hier keine guten Gegner mehr. Da levelt eben jemand. Das ist nicht so gut. Wie hoch ist die? Ne, die levelt nicht die Anspruchsvoll. Was macht die? Okay. Die spielt nur mit so einer komischen. Und du lagst gerade, ich höre nicht so gut. Ja. Später, ja. Oh. Oha. Ich weiß nicht, wieso der dich angreift, aber ich war zuerst da. Aber irgendwie lagst du auch ein bisschen in Regnum. Du bist plötzlich wieder hinter mir gewesen. Ich bin ein Gott. Du bist ein Gott, du teleportierst dich hier einfach. Ich hab einen TP-Hack. Ah, oh, hier sind überall Grüne. Ein Aufspießpfeil habe ich. Ich glaube, ich habe was Schönes für dich gedroppt. Okay, mal kurz. Zeig's dir, okay? Ein Party-Chat. Zweihändige Nimmschatt-Säbel. Ja.
Star 2 Hand eben. Ich weiß. Ah, das ist Katan. Ja, okay. Ja, aber der ist Mittel, deswegen. Das ist eigentlich auch so. Auch gut, wie du bei der Ja, gib ihm mal bitte. Jo, warte. Ich habe leider nichts für dich gedroppt. Ach, kein Problem. Sonst habe ich hier noch ein Korpisch-Klinge. Warte, ich guck mal, der ist noch langsam. Aha. Ich guck mal ganz kurz, ob ich noch was für dich habe. Ich habe sonst den Kampfzauber. Der ist Level 19, der ist nichts für dich. Ja, das ist nicht schlimm. Mhm. Okay, Honig ist gut. So, ja, wo ist jetzt die Klinge? Das die ist in deinem ersten Inventar. Ja, schon. Aha, der ist noch rot, da habe ich ihn übersehen. Ein leerer Sockel hat es noch, cool. Okay, danke schön. Bitteschön. Ich muss dann bei der Monika schauen, ob ich noch irgendwelche zweite Stäbe habe oder sonst was. Sonst habe ich bei der Monika auch nur weiße Items, die kannst du auch kaufen, also die muss ich dir ja nicht schenken. Ja, ne, brauchst du nicht. Du brauchst eine Ausführungsgeschwindigkeit und so. Ja, ich muss hin. Ich bin hier. Nebenbei hat mich gerade jemand angeschrieben, dass der will irgendwie behandeln oder sowas. Ich habe ja dieses Zeug, habe ich dir schon vorhin gezeigt, was ich noch habe, ne? Ja. Deswegen, da hatte der Interesse dann, jetzt will dann irgendwie was haben. Also, wie gesagt, in den Clan kommt jeder rein. Ihr müsst halt nur Drago oder mich anschleimen, dann laden wir euch halt ein. Ja, genau. Ich weiß nicht, Drago. Vielleicht kannst du auch in der Videobeschreibung immer unsere Ingame-Namen schreiben. Ja, mache ich. Wissen, okay. Dann können die uns direkt hinzufügen, wenn die möchten. Mach halt ich nochmal. Okay. So, die sind immer noch orange. Da ist eine gelbe Erzspinne. Gleich mal Südkreuz. Schade, dass Südkreuz auf Stufe 3 noch nicht so stark ist. Ja, ab 4 wird es eigentlich relativ gut. Ja, dann bringt es auch ein bisschen mehr, weil so ist die Ding auf zu lang für den wenigen Schaden. Ja, vor allem bei Magiern machst du dann mit Südkreuz später in der WZ mit Level 40 machst du richtig viel Damage. Oder stunnen oder einfrieren und dann ein Meteor treffen. Nein, einfrieren geht nicht, aber ich mag irgendwie Ding Hexenmeister nicht. Ja, das mögen ja, die wenigstens. Der ist richtig krass manchmal, der Hexenmeister. Ja. Ich habe einen in Eisung gehabt, aber ich habe nicht so gerne gehabt, weil ich keine Items gefunden habe. Ich habe immer nur Barbaren oder Schützen-Items gefunden. Und habe dann lieber die gespielt. Okay. Aber wenn jemand richtig viele Items schon hat, und dann gut leveln kann durch die Items und so schnell vorankommt, dann hat er einen richtig guten Charakter mit dem Hexenmeister. Okay. Aber eben, man braucht Items. Also, ich war beim Clan Déjà-vu vor einem Jahr und dort hat die Anführerin Body Electric extremen Damage gekloppt. Das war so geil. Aber ein Barbar ist stärker auf Level 60. Also, wenn der noch extreme Bewegungsgeschwindigkeit hat, dann ist eigentlich der Barbar der OP Pro. Okay. Aber er ist schwer zum Spielen, also. Man muss die Fähigkeiten richtig einsetzen können. Ja, ich hätte früher selber 60er Barbare. Und auch WM. Wenn ich dann immer gegen zwei Hexer gekämpft habe, manchmal habe ich verloren, aber manchmal habe ich auch gewonnen, wie Tobesucht oder wie das heißt. Topsucht, dann habe ich beide eingebrüllt, also dass sie sich bewegen konnten. Dann habe ich immer einen nach dem anderen gekillt. So treten vier und dann Donnerwetter und dann einmal so Kreuz und die waren okay. Ja, die Stunts sind eigentlich auch recht gut, also die Schwindel und sonst was. Ja, krass ist, der Hexer, der kann so richtig heftige Spells machen. Man kann sich dann nur noch so richtig langsam bewegen oder der friert dich direkt die ganze Zeit ein. Der macht Dauerst dann alles. Sehr schwer. Wenn Hexer richtig viel Erfahrung haben, dann ist es wirklich die Hölle, gegen die zu kämpfen. Aber ich hatte vor einem Jahr noch mehr Probleme wegen den Schützen, aber heute, also
seit ungefähr vor fünf Monaten hatten die einen Debuff vom Windschnitt oder wie das hieß. Okay. Jetzt haben sie nicht mehr so viel Verteidigung, also man kann sie leicht rundkloppen. Hier sind schon ein bisschen besser, also mehr blaue Gegner. Die werden sie kloppen. Ja, dann bleiben wir mal hier. Mhm. Warte, Drago, dreh ich mal kurz nach rechts. Willst du mal so einen Anführer versuchen? Ja, der ist hellgrün. Machen wir mal. Mach mal Mana. Ja. Ja, warte, ich mach noch eben kurz Mana. Ja, das ist halt recht zäh. Aber Schaden, ja, okay, 477 ist nicht gerade wenig. 716 hab ich gemacht. Mal wieder Südkreuz. Machen wir mal ganz schnell wieder Mana. 463 Schaden, das war meine, glaube ich, ja. Das war meine. Geht. Keine Sorge, ich heile dich auch recht schnell. Ja, es geht gut, es geht gut. Also jetzt hat er nur noch wenig Leben. Und Topsucht. Jetzt mache ich wieder ein bisschen mehr Schaden. So. Okay, ja, 192 Goldmünzen. Ich habe 134 GP bekommen. Die sind ja noch alle. Weil ich bin ja noch vier Level unter Drago, deswegen kriege ich auch ein bisschen mehr EP. Also sowas könnten wir öfters machen, so einfach mal auf Anführer loskloppen. Ja, und dann später mal noch die Sieger machen. Ja, ja, das ist. Aber da brauchen wir ein paar mehr, also da brauchen wir... Aber dann mit dem Clan, also mit dem kompletten Clan, wenn die größer sind. Weil die geben besondere Ausrüstung, die man nicht woanders bekommt und... Ja. So als Trophäe, also wenn man sie nicht braucht, hat man mindestens eine Trophäe. Oder spezielle Ringe. Es gibt da eine, der gibt ein gutes Zweihandschwert. Oder ein Handschwert, weiß ich jetzt nicht. Ja. Ja. Und einer einen guten Bogen, aber mehr weiß ich jetzt nicht. Ich hab nur früher auf dem Barbar habe ich was für Vesper gedroppt. Das war, glaube ich, Handschuhe von Vesper. Aha. Und Vesper ist auch Sieger oder ist der Boss? Ja, Vesper ist der Reichsdrache. Der Reichsboss, also der ganz große, ja. Ja. Also der, was der war das? Jetzt man auch für so ein halber Geist irgendwie sogar. Da vorne ist noch ein wilder Zyklop. Da. Zwei. Ja. Ich muss schon sagen, das Level macht eigentlich schon Spaß eigentlich. Ja, so macht's Spaß. Also Rednum ist halt sehr Multiplayer abhängig. Also Rednum macht teamabhängig alles mögliche, macht's viel mehr Spaß. Und dann die Reichsschlachten, wenn man dann besser ist und nicht immer stirbt oder Angst haben muss, macht Rednum richtig viel Spaß. Also das ist eigentlich einer meiner Hauptgründe, wieso ich Regnum spiele und außerdem das Item-System. Es ist nicht so extrem gecheatet wie bei Diablo 3 oder sonst irgendwo. Gecheatet? Ich habe noch nie jemanden hier. Okay, ja, ich meine einfach, wenn die Items zu viel droppt, dann tut das Spiel eigentlich für dich cheaten. Das mag ich nicht so. Wenn du dann viel zu stark wirst und dann eigentlich nichts mehr hast. Früher habe ich gehört, da gab es so einen Hack, da konnte man ganz viele Waffen übereinander legen. Lol. Dass man irgendwie 5000 Schaden oder so gemacht hat. Nee. Oh, ich kann irgendwie nicht verstehen, wie so alle cheaten. Ja, ich finde auch, das macht eigentlich nur das Spiel kaputt. Da hat's wieder ein Wilder. Ja, oho. So. Ich dir erstmal wieder ein bisschen hier. So. Da rechts ist einer und da links. Ich hab einen Ding gesehen, ein Beschwörter hat mit dem Golem extrem viel Damage gemacht, obwohl der Golem eigentlich nicht so viel Damage macht. Da hat es sicher Golem gute Rüstung, gute Items, die Golem Schaden erhöhen. Ja, Golem, man kann jetzt ein Pet skillen, dass es für eine geraume Zeit übelst heftig Schaden macht. Also buffen, ja. Ja. Oder du machst mit deinem Stab übelst heftig Schaden, aber dann brauchst du wirklich einen richtig guten, wenn du. Aber ich dachte, man kann die Pets damit auch ein bisschen stärken, wenn man einen besseren Stab hat oder so.
Kann es sein? Ich weiß nicht, ob es das auch geht. Ich weiß nur, Sollte je eigentlich höher auch der gehen. Level ist, desto mehr macht auch das Pet Ja, Schaden. klar. Aber dann hast du auch stärkere Gegner. Also wenn du irgendwie mit Stab Bonis oder so das erhöhen kannst. Den Schaden vom Pet auch erhöhen kannst. Ja. Keine Ahnung. Also ich denke schon, weil wenn du einen Stab, der Feuerschaden macht, dann sieht das der Angriff von einem Dämon auch so aus. Also wahrscheinlich hat er den gleichen wie der Stab. Also einfach glaube ich die Bonis nicht oder so. Also es Ne, ist die Bonus Stab. auf keinen Fall. Ja, die Bonis auf keinen Fall, aber eben die Stab, also der Scha er macht auch den Stabschaden plus ein bisschen Intelligenzbonus durch das Level. Ja, das kann gut sein. Oh, Okay, ich sehe ganz, ganz viele Bilder da vorne. Da ist noch einer. Ja, wir gehen dann noch kurz shoppen. Okay. Ja, genau. Wir gehen Wir dann noch gehen kurz shoppen. einkaufen. Handtaschen einkaufen. Yeah. Wir gehen uns neue Dildos kaufen. Genau. Weiß Ah, aber jetzt sind gar alle nicht, wo Buffs es. wieder aus. Ich weiß gar nicht, wo es die 30er Rüstung gab für dein Level. Ich schau mal bei Dosim. Ja, ich. Dosim, warte, ich guck mal selber noch. Ja, wir gehen erstmal nach Dosim, wenn es da nicht gibt, dann gehen wir nach Ich muss Fishbowl. sowieso bei den Spinnen mal vorbeischauen, was die für Level haben. Okay, machen wir es jetzt. Ja, Wir oder sind gerade. bei Reria. Ja. Ja, okay, dann lass uns jetzt Raiera, gehen. ja. Komm, Pferd. Ja, du musst ein bisschen warten, das Ja. ist nochmal das Cooldown da irgendwie. Ja, Keine ja. Ahnung, wieso die es gemacht haben. Ja, wegen den Spielen, weil sie sonst immer Es kann bleiben. reiten und dann wieder angreifen, reiten, wieder angreifen. Ja, ist klar. Aber ich kann meistens nicht warten. Ich dauerdrücke immer die ganze Zeit. Ja, ich mache auch immer Dauerklick drauf. So. Ich gehe immer hier durch die Mitte, da gibt es meistens Magnus. Ich habe keinen Magna. Ich habe 87, glaube ich. 87. Ja, 87. Boah. Ja, aber in Alisios hatte ich über 500, 600, glaube ich, irgendwas. Fast 600. Hast du den Account von Alcius noch? Ich habe aber die Charaktere nicht mehr. Wieso? Weil ich sie gelöscht habe, weil ich die, wegen einer GM-Anfrage musste ich sie löschen. Oha. Ich habe aber abgelehnt. Die hatten mir erklärt, was so ein Game kann. Dann habe ich gesagt, nee, wenn ich so wenig kann, dann will ich nicht werden und habe nicht mehr zurückgeschrieben. Also habe gesagt, ich möchte nicht mehr Game werden, da habe ich abgeschrieben. Und Wie eine du für andere alle hat deine auch mir Charaktere löschen empfohlen, ich für sollte GM. nicht Game sein, weil Game, da bist du einfach Marsch. Weil viele sind gegen Games, die haten eigentlich die Games, du kannst eigentlich nur noch ganze Zeit melden, melden und das ist mühsam. No. Da musst du noch Spanisch lernen, weil diese Dummköpfe von NGD nicht Englisch können. Ja, das ist Nicht heftig, dir also die gefällt es Entwickler auch. sind schon heftig, also die, dass die so etwas auf die Reihe gebracht haben, das ist wirklich ein Welthund. Warte mal, ich bin gerade gegen ein Ja, Fels gelaufen. ich bin hier bei den Spinnen. Ja, hier gibt es schon gelbe Spinnen, aber nur kleine. Ja, dann müssen wir gleich hier wieder hier hin. Oder später. Ja, wenn wir Ja, das ist ein bisschen gefährlich wegen den ja, wegen großen Feueranhänger. Feueranhänger. Wenn du den dann übersiehst, dann bist du tot. Ja. Und ich ebenso, weil Aber wir könnten zu den ich habe Golems zwar. gehen. Die Ich Golems sind habe zwar besser. selber Heilen dabei, aber ich kann nicht die ganze Zeit mich dauer heilen, weil Ja, das klar. zieht zu Das viel Mana. konnte ich ja nicht mit der Monika. Also schauen wir mal, ob wir hier Ja, in. ich sollte auch mal wieder ein bisschen neue Rüstung kaufen. Mein Hut, der ist für Level 17. Oh yeah. Ja, für mich alles Level 20 ist es eigentlich gar gut. Ich glaube, du müsstest beim. Oh, ich habe ganz viele Quests hier. Ja, ich habe auch hier Quests wie im So. Berummelmarkt. Quests. Ich gehe mal Quests. zu den Schwertern, aber wahrscheinlich nehme ich sowieso die Zweihandwaffe. Ja, nimm die. 37, ja, da muss ich noch ein bisschen warten. Ach so, ja, da brauchst du noch ein bisschen für. Also, das ist glaube ich schwer, oder? Nee, das ist Zweihand. Guck's mal, wo der Schneider ist.
Level 29 habe ich hier, Ragnar's Schulterpanzer. Schulterpanzer, ja, dann kauf die. Ragnar's Schulterpanzer und Handschuhe, der Rest gibt's hier nicht. Ah, Ragnar's Hose, die sind oben. Dann kauf die das Regner-Dings. Aber so viel besser sind sie leider nicht, aber schon gut. Ja, das sieht aber, glaube ich, besser aus. Jetzt bin ich so ein Cowboy. Zeig gleich mal. So ein, ja, der Helm sieht eher so wie ein Adler oder so. Ich schau mal, wo Ich es. bin bei den Zelten. Ich finde gerade den Schneider nicht. Ja. Der ist auf der Wasserseite in der Mitte. Damit. Hier hat's Äxte, aber da hat's auch nur bis Stachelaxt, die habe ich schon. Schwerter finde ich nicht. Den habe ich jetzt auch gefunden. Große Turban, Level 22, Level 1 mit Level 24. Da hat's Zweihandwaffe. Schade, überall Zweihand. Ich mag irgendwie Zweihand nicht so. Level 25, 96 plus 2, okay. Das nehme ich. Hier jetzt noch einen. Alles ein Wächter. Ritualhandschuhe. Ja. Fahrzeughandschuhe, 100 plus 2. Bewaffnung. Moorkundpanzer. Kundnahpanzer. Die hat schlechtere. Okay. Jetzt weiß ich nicht, wo der Schwerthändler ist. Lol, Boromir ist bei mir, der von Green Hell. Lol, ernsthaft? Aber hat mich nicht beobachtet. Aber er will chatten. Dann sag halt, du bist jetzt in einem anderen Clan. Uhu. So, ich habe mir auch mal wieder neue Sachen gekauft. Ja, ich muss noch kurz schauen. Barbarentrainer, das ist richtig. Da wollte ich Schwertskin, glaube ich. Verwüsten habe ich jetzt. Alle Gegner, nein, das ist nicht gut. Dann lasse ich das bei Schwert, aber bei Kriegsschrei muss ich mal um. Überwältigte Stärke, cool. Ah, endlich. Da Berserk. freut sich der Drago. Ja. Das sieht doch gut aus, die neue Rüstung, mehr oder weniger. Habe einen eigenen gemacht. Bin noch mit Monika in Green Hell. Green Gel. Was So. wolltest du jetzt machen? Ja, eben. Ich denke, wir gehen zu den Golems, die sind da oben. Okay. Beim Erde. Jein. Mit Skimba. So. Ein Blut von junger Zyklop muss ich holen. Können wir die Quest eben schnell machen? Wenn Ja, wir in den junge Zyklop sind. Zyklopen gibt's oben. Da bei den Golems können wir kurz noch junge Zyklopen töten. So. Zyklop. Es sind alles hier nur normale irgendwie, habe Ja, ich das eben, Gefühl. die sind im Norden. Bei Ja, Reihe, sehe ich Reihe. gerade, das ist so ein gelb markiertes Feld, da müssen Ja, die sollten jetzt wir jeden Moment kommen hier. Die habe ich auch viermal töten müssen, die musst du dann noch mehrmals töten. okay. Hier So. gibt es einen Anführer, aber der ist weiß, denn der bringt nichts mehr. Ja, der bringt Hier, nichts. ich bin Ja, hier beim ist einen. Junger zum Club. Also ein Blut mal. Ich hoffe, ich krieg das. Oh, ich habe vergessen, ich mache ja nur normal Hits. Nein, das ist schlimm. Und guck, Ein Schlag. da ist noch einer. Ich brauche ein Blut von den Typen.
Ja, die sind zufällig. Ich will immer Arcane-Geschoss machen und dann drücke ich auch immer Pfeilung. Ich habe es ja gar nicht geskillt, das fällt mir immer auf. Ja, wenn man gewöhnt ist. Egal, ich mache das ein anderes Mal, das dauert schon zu lang. Dann lass uns woanders hingehen, Was wo du heben etwas zu den wolltest. Golems? Aber wir können hier noch bis zu den Golems junge Zyklopen töten. Okay. Warte, dann gebe ich dir wieder Segen und mal gucken, ob ich das den Drop. Ja, ich mache eben die Quests dann auch. Hinter dir. Ja. Ja, ich hab ein Blut. Hab ich dir Okay, gesagt. gut. Also gehen wir hoch zu den Golems. Die Ja. sollten jetzt eigentlich, also die meisten sollten jetzt blau sein. Also die meisten, die mittleren. Ja. Wie viel K brauchst du noch für Level 32? Ich glaube 4, 40. Okay. Schätzungsweise 40, so 40 und 300. Okay, gut. Also heute, ja, morgen werde ich dann Level 32. Ja, ich habe mich hier schon gebunden. Ich nicht. Ich bin im Wald, also im Mühlwald bin ich. Ich bin hier immer in der Area gebunden. Weil Ja, keine weil es Ahnung, in der Mitte ist, ja, schon. Aber ich habe den irgendwie ist Mühlwald das. gemacht, weil ich dort lange gelevelt habe, dann, dass ich immer wieder aufstehe.